Herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und im heutigen Video beschäftigen wir uns damit, wie wir unser Smartphone mit verschiedenen anderen Geräten verbinden können. Zunächst gehen wir einmal auf die Verbindungsart Bluetooth ein. Und das hat vielleicht schon der ein oder andere mal gehört. Das Symbol kennen die meisten, das weiße B auf blauem Hintergrund. Wir beschäftigen uns heute damit, was Bluetooth eigentlich ist, wie wir es verwenden und was wir mit Bluetooth verbinden können. Spielen wir auf unserem Smartphone Musik ab. Kommt diese Musik hier unten aus den Boxen? Wir haben alternativ die Möglichkeit, hier oder eben hier unten Kopfhörer anzuschließen. Und es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, und zwar können wir Musik über externe Geräte abspielen. Und für diese externen Geräte braucht es eine Verbindung zwischen unserem Smartphone und dem externen Gerät. Und um die herzustellen, benötigen wir Bluetooth. Bei Bluetooth handelt es sich um eine Datenübertragung zwischen zwei Geräten auf relativ kurze Distanz. Dabei werden die beiden Geräte verbunden, die erkennen sich dann auch gegenseitig und übermitteln sich Daten. Meistens von meinem Smartphone eben in Richtung Musikbox. Unter anderem auch die Freisprecheinrichtung in unserem Auto funktioniert über Bluetooth. Da verbindet sich also unser Handy mit den Mikrofonen und Lautsprechern des Autos und wir können telefonieren, ohne das Handy in der Hand oder am Ohr haben zu müssen. Wir gucken uns jetzt einmal an, wie wir Bluetooth auf unserem Smartphone bedienen. Dazu fangen wir mit unserem Samsung Galaxy S8 an, das mit Android läuft. Dazu ziehen wir hier die Schnelleinstellungsleiste nach unten und haben nun hier die Möglichkeit, da sehen wir das kleine Symbol wieder, Bluetooth ein- oder auszuschalten. Jetzt ist es aus, wenn ich hier nochmal drauf drücke, ist es wieder angeschaltet. Halten wir das Symbol gedrückt, gelangen wir darüber ganz schnell direkt in die Bluetooth-Einstellungen. Das können wir natürlich auch über die Einstellungen selber machen. Das heißt, wir tippen hier auf Einstellungen und können dann eben über Verbindungen ganz oben Bluetooth auswählen und haben dann hier die Möglichkeit, es hier oben ein- oder auszuschalten. Und hier drunter sehen wir alle Geräte, mit denen wir uns bisher verbindet haben, angezeigt. Wir können hier dann auch einstellen, ob wir uns mit dem Gerät entkoppeln wollen. Das heißt, wir finden es beim nächsten Mal nicht wieder automatisch, wenn es uns angezeigt wird. Wir müssen also dann wieder die Geräte miteinander verbinden. Und wir können hier auch einstellen, wofür wir die verschiedenen Geräte benutzen wollen, also ob wir hier Anrufe benutzen möchten oder nicht. Aktivieren wir nun unser Bluetooth über die Schnelleinstellungsleiste, sehen wir, dass uns sofort danach eben schon eine kleine Übersicht erwartet. Und hier haben wir die verschiedenen Geräte einmal aufgelistet, mit denen wir uns schon verbunden haben. Und da können wir nun, wenn wir Geräte in der Nähe haben, werden uns die in einer blauen Schrift angezeigt. Da wissen wir also sofort, mit denen können wir uns verbinden. Sollte das noch nicht der Fall sein, haben wir hier die Möglichkeit, unsere Umgebung zu scannen. Und neu verfügbare Geräte werden dann hier auch angezeigt. Mit denen können wir uns dann eben koppeln. Hier sehen wir, dass die Geräte hier unten drunter bereits alle mit meinem Smartphone gekoppelt sind. Das Ganze funktioniert auf unserem iPhone eigentlich genauso. Auch hier haben wir die Möglichkeit, über die Schnelleinstellungsleiste Bluetooth ein- oder auszuschalten. Das sehen wir hier. Wir können auch über die Einstellungen in den Bereich Bluetooth gehen und haben hier jetzt die Möglichkeit, andere Geräte zu suchen, die uns angezeigt werden. Generell lässt sich sagen, dass über Bluetooth nicht nur Musik abgespielt werden, sondern auch Daten übertragen werden können. Das bedeutet, wir können ein Bild, ein Video oder eine Datei an ein anderes Handy in unserer Nähe versenden. Das funktioniert aber leider nur auf Android-Geräten. Bei Apple ist es so, dass es keine direkte Übertragung über Bluetooth gibt. Alternativ hat Apple dafür den Dienst AirDrop. AirDrop funktioniert aber nur zwischen verschiedenen iPhones. Das heißt, wir können mit unserem iPhone hingehen, eine Datei über AirDrop an ein anderes iPhone senden und selbst Dateien empfangen. Wie die Übertragung per Bluetooth auf unserem Android-Gerät funktioniert, das gucken wir uns jetzt einmal an. Dazu muss natürlich zunächst das andere Smartphone oder Gerät mit Bluetooth-Verbindung in der Nähe sein. Bluetooth funktioniert nämlich nur über einen sehr kurzen Radius. Wir gehen also als nächstes in unsere Galerie und wählen ein Bild aus, das wir versenden möchten. Und da haben wir hier unten die Möglichkeit, eben wieder auf unser Teilen-Symbol zu drücken. Und dann wird uns auch schon direkt vorgeschlagen, hier unten in der Auswahl Bluetooth. Wenn wir da drauf tippen, wird uns dann als nächstes die Liste mit den verschiedenen Geräten angezeigt. Haben wir uns noch nicht mit dem Gerät verbunden, an das wir die Datei senden wollen, dann können wir das hier tun. Im Moment habe ich kein Gerät in meiner Umgebung, deswegen kann ich mich nicht verbinden. Bereits verbundene Geräte werden aber auch hier wieder angezeigt und stehen eben entsprechend blau da,
wenn sie bereits gekoppelt sind. Wollen wir nun Dateien mit unserem iPhone senden oder empfangen, haben wir wie gesagt nicht die Möglichkeit, hierfür Bluetooth zu benutzen. In dem Fall benutzen wir den Dienst von Apple, der heißt AirDrop. Und AirDrop funktioniert etwas anders als Bluetooth, und zwar funktioniert das verknüpft mit unseren Kontakten. Haben wir also einen anderen Kontakt, also eine Telefonnummer, eine Handynummer eingespeichert, wird diese direkt als Apple-Kontakt angezeigt. Wenn wir also nun ein Bild auswählen, wie wir es gerade auch schon bei unserem Android-Smartphone gemacht haben, haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, auf Senden zu gehen und haben hier oben, sehen wir direkt AirDrop zur Verfügung. Haben wir jetzt Kontakte eingespeichert, die sich in unserer Umgebung befinden, werden diese hier direkt angezeigt. Es gibt darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, unbekannten Kontakten Daten zu senden. Das bedeutet im Grunde, wenn wir diesen Kontakt noch nicht eingespeichert haben, wird er als unbekannter Kontakt angezeigt. Wir können auch diesem Kontakt etwas schicken, derjenige muss das jedoch erlaubt haben. Wichtig ist auch, dass während der Übertragung Bluetooth und WLAN aktiviert sind. Wenn wir nun wiederum Daten empfangen wollen, mit Kontakten, die wir noch nicht verknüpft haben, die also entsprechend ein unbekannter Kontakt sind, können wir das Ganze einstellen. Dazu gehen wir in die Einstellungen, wählen hier Allgemein aus und haben da die Möglichkeit, auf AirDrop zu tippen. Und hier können wir nun einstellen, für wen wir das Empfangen von Daten erlauben wollen. Wir können einstellen, dass wir Empfangen von Daten generell ausstellen möchten. Wir können es nur für Kontakte, die wir auf dem Smartphone eingespeichert haben, erlauben. Oder wir können es für jeden erlauben. Das bedeutet, jeder, der sich in unserer Umgebung erfindet, könnte uns Daten senden. Das Ganze müssen wir dann aber vor der jeweiligen Übertragung natürlich nochmal bestätigen. Soweit erstmal zur direkten Datenübertragung zwischen zwei Geräten auf kurze Distanz. Neben Bluetooth haben wir nun aber auch die Möglichkeit, Dinge von unserem Smartphone-Bildschirm auf einen anderen Bildschirm zu übertragen. Das bedeutet, wir senden keine Datei, sondern wir senden nur die Informationen, was bei uns gerade angezeigt wird, auf einen Fernseher zum Beispiel. Gucken wir uns also ein Video auf unserem Smartphone an, können wir das über eine bestimmte Verbindung an unseren Fernseher weiterleiten und alle im Raum haben etwas davon. Diese Verbindung nennt sich Miracast. Miracast findet man aber selten auf den Smartphones, da sie in der Regel nochmal eine extra Bezeichnung von jedem Hersteller haben. Auf meinem Samsung-Handy heißt das Ganze zum Beispiel Smart View und auf dem iPhone nennt sich das Ganze AirPlay. Und haben wir nun ein Video, das wir über Smart View mit einem Fernseher verbinden möchten, können wir das eben über eine sogenannte Miracast-Verbindung erreichen. Fangen wir einmal mit Smart View auf unserem Samsung-Smartphone an. Dazu ziehen wir wieder die Informationsleiste hier nach unten und haben nun die Möglichkeit, wenn wir erneut nach unten ziehen, hier mehrere Symbole zu öffnen. Und wenn wir das auf der ersten Seite nicht finden, gehen wir auf die zweite Seite und suchen nach diesem kleinen Symbol Smart View. Das steht auch drunter und wenn wir da drauf tippen, aktivieren wir in diesem Moment Smart View. Wir sehen, in dem Moment kommt auch schon direkt eine kleine Erklärung. Wir haben also die Möglichkeit, Samsung-Geräte wie zum Beispiel Fernseher oder sogar einen Kühlschrank mit unserem Smartphone zu verbinden. Dabei haben wir die Möglichkeit, von unserem Telefon zu einem anderen Gerät zu übertragen oder andersrum von einem Gerät zu unserem Telefon. Wichtig zu wissen ist, dass das Ganze nicht automatisch mit jedem Gerät funktioniert. Ein Fernseher beispielsweise muss ein sogenannter Smart TV sein. Das ist meistens der Fall, wenn der Fernseher eine WLAN-Verbindung hat. Und in dem Fall wird uns der Smart TV eben angezeigt in der Oberfläche, die wir eben gesehen haben. Wir können ihn auswählen und dann eben die Informationen von unserem Smartphone auf den Bildschirm übertragen. Bei Apple funktioniert das Ganze ähnlich wie bei unserem Samsung-Smartphone beispielsweise. Nur ist das Ganze auch hier etwas exklusiver. Das heißt, wir können AirPlay nur mit einem Apple TV oder mit einem AirPlay-kompatiblen Fernseher benutzen. Um das rauszufinden, muss man sich am besten einmal im Internet darüber erkundigen, einfach suchen, welchen Fernseher man selber hat und ob der eben AirPlay unterstützt. Sollte das der Fall sein, gehen wir wie folgt vor. Sind wir mit unserem Smartphone im selben WLAN wie ein AirPlay-fähiges Gerät, erscheint in dem Moment, wo wir uns ein Bild ansehen oder ein Video angucken, bereits ein AirPlay-Symbol und wir haben automatisch die Möglichkeit, das Video oder das Bild eben auf einen anderen Fernseher zu übertragen. Das war es soweit auch erstmal zu den Verbindungen, auf die wir jetzt am Anfang eingehen wollen und wie wir sie aktivieren. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. In den folgenden Videos wird es mit meiner Kollegin, der Sarah, weitergehen. Ich hoffe, Sie haben auch da genauso viel Spaß und wir sehen uns dort wieder. Bis dahin, einen schönen Tag noch.